Hallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ja, heute habe ich einen kleinen Sonntagsvideoimpuls für euch. Und zwar möchte ich euch eine Frage stellen, möchte ich dir eine Frage stellen. Wie sehr bist du bereit, in dich zu investieren? Oder wie gerne bist du bereit, in dich zu investieren? Stell dir mal diese Frage, egal ob es Zeit ist oder ob es Geld ist. Stell dir mal diese Frage, horch da mal nach innen auf einer Skala von 0 bis 10. Wo stehst du da gerade in deinem Leben? 0 bedeutet, nein, ich habe gar keine Zeit und ich habe auch kein Geld, in mich zu investieren. Und 10 ist das Top. Ich investiere sehr gerne in mich, Zeit und auch Geld. Und ich möchte euch da gerne meine Erfahrungen schildern oder teilen. Ich weiß, dass sich viele Mütter auch in der Gruppe eine Veränderung wünschen in ihrem Leben, dass sie sich mehr Entspannung wünschen, mehr Gelassenheit, mehr Leichtigkeit, ja auch viel mehr Kraft oder auch Gesundheit. Sie wünschen sich diese Veränderung, aber sie sind nicht bereit oder sie schaffen es nicht, in sich zu investieren. Und das ist die Grundlage für Veränderung, dass du dir Zeit nimmst für dich, dass du nach innen gehst, dass du schaust, wo stehst du in deinem Leben und eben die nötigen Schritte gehst. Wenn du mir zuschaust, schreib mir gerne rein, ob du mich gut hören und sehen kannst oder schreib mir ein kurzes Hallo, dass ich weiß, dass du dabei bist. Dann kann ich auch auf deine Fragen oder Kommentare eingehen. Würde mich sehr freuen. Ja, meine Erfahrung ist, ich habe die letzten 15, 20 Jahre eigentlich schon sehr gerne in mich investiert. Immer wieder finanziell in mich investiert, aber auch zeitlich. Also ich habe immer schon gerne Kurse gebucht, war auf Seminaren, war auf Workshops, die mich angezogen haben, die mich weitergebracht haben. Viele kennen ja meinen Hintergrund. Ich war viele Jahre sehr krank, habe eine Autoimmunerkrankung gehabt, Muskelschwäche. Und ich weiß, ich wäre heute nicht fit, ich wäre heute nicht gesund und entspannt und in meiner Power und in meiner Kraft, wenn ich nicht in mich investiert hätte. Und ich hatte auch Mentoren an meiner Seite, die mich begleitet haben. Ich hatte auch Coaches an meiner Seite, die mir immer wieder neue wertvolle Impulse gegeben haben. Natürlich habe ich auch investiert in Bücher. Ich habe viel gelesen in dieser Zeit. Ich wollte einfach dahinter kommen, was ich tun kann, damit ich mein Leben verändern kann, damit ich wieder leicht und freudig und vor allem gesund, meine Zeit genießen kann mit meinen Kindern, mit meiner Familie. Und ja, es ist wirklich oft so gewesen, wenn ich ein Seminar gesehen habe oder einen Workshop, wo es mich wirklich aus dem Herzen hingezogen hat, dass ich dann auch Wege gefunden habe, mir diese Zeit frei zu schaufeln und auch die finanziellen Mittel zu finden. Ich war ja auch viele Jahre alleinerziehend und auch da hat es funktioniert. Drum öffne dich wirklich für die Möglichkeiten, für die Geschenke, die das Leben für dich vielleicht bereithält. Wenn du von vornherein sagst, ja, das ist mir zu teuer, das geht nicht, nein, da habe ich keine Zeit dazu, dann verschließt du dich für diese Möglichkeiten, dann verschließt du dich für die Geschenke des Lebens. Wenn du hingegen sagst, okay, was braucht es, was kann ich jetzt tun, damit ich es mir möglich mache? Was kann ich jetzt tun, wenn ich zum Beispiel auf ein Seminar möchte, um jetzt die Mittel zu bekommen oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich finanziell mir das leisten kann? Oder wie kann ich dafür sorgen, dass meine Kinder gut versorgt sind und ich die Zeit habe, dahin zu fahren? Das ist nur ein paar so Beispiele aus meinem Erleben. Und ich bin da wirklich sehr dankbar. Alles, was ich in den letzten 15, 20 Jahren gelernt habe, hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und jeden Cent und jede Stunde, die ich in mich investiert habe, war ein Geschenk, das ich mir gemacht habe. Hat mich zu einem erfüllten, glücklichen Leben geführt, hat mich in meine Gesundheit gebracht. Und das möchte ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Denkt nicht, das kostet jetzt so und so viel Geld, das kostet mich jetzt diese Zeit, diese Investition, die du da machst. Das ist die beste Investition, die du dir schenken kannst, weil du investierst in dich, in deine Gesundheit, in deine Weiterentwicklung. Du kommst mehr und mehr zurück zu dir, zu dem, was dich ausmacht, in deine Kraft, in deine Energie. Du fühlst dich viel entspannter.
Du bist gelassener. Das werden auch deine Kinder spüren. Das werden auch dein Umfeld spüren, dein Partner. Also ich weiß, wann immer ich auf einem Kurs oder Seminar war und meine Kinder bei meinem Mann oder bei meinem jetzigen Ex-Mann die Zeit hatten, das war ein Win-Win für alle. Ich bin aufgetankt und inspiriert nach Hause gekommen. Ich habe das umgesetzt, was ich gelernt habe. Und das ist es auch, was ich dir anbieten kann. Ich kann dich mit meinem Intensivbegleitprogramm einfach unterstützen, mit dem Balance- und Energieprogramm. Ich unterstütze dich 6 Wochen intensiv, damit du an dir arbeiten kannst, damit du dein Potenzial freilegen kannst, damit du alle ja, Blockaden, alle inneren Muster, alle Glaubenssätze, die du noch in dir trägst, die dich davon abhalten, dein Leben entspannt und glücklich zu gestalten. Dabei unterstütze ich dich und ich freue mich sehr auf jede Nachricht oder wenn ich Feedbacks bekomme von den Frauen, von den Müttern, die ich begleiten darf. Es ist so erfüllend, wenn ich sehe, wie sich Menschenleben verändern. Und ich wünsche es dir von Herzen. Und ich kann es dir nur anbieten, wenn du wirklich jetzt was verändern möchtest. Die letzten 6 Wochen, wir haben ungefähr noch 6 Wochen, bis das neue Jahr beginnt, wirklich dein Leben verändern möchtest, dann melde dich bei mir. Ich lade dich zum kostenlosen Durchbruchgespräch ein, zum Kennenlerngespräch. Wir schauen deine aktuelle Lebenssituation an und ich werde dir schon da ein bisschen hinspüren, wo du ansetzen kannst und du entscheidest dann, ob es für dich stimmig ist, auch den nächsten Schritt, den Weg mit mir weiterzugehen. Aber dieses Durchbruchgespräch, das schafft dir schon so viel Klarheit. Da bekommst du schon so viel, ja, vielleicht auch Feedback von mir, wo du ansetzen solltest, was du verändern solltest. Und ja, ich lade dich ganz herzlich dazu ein, in dich zu investieren, in deine persönliche Weiterentwicklung, in deinen Weg zurück zu dir, damit du dich entfalten kannst, damit du glücklich und erfüllt deine Zeit als Mutter genießen kannst. Das erfüllt mich sehr, Mütter in ihre Kraft zu bringen, Frauen und Mütter auf ihrem Weg zu begleiten. Und ich bin auch sehr gerne für dich da. Melde dich einfach bei mir. Ich setze den Link auch gerne in den Kommentarfeld unten rein. Ich freue mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. Und hallo, liebe Miriam. Entschuldigung, jetzt habe ich deinen Kommentar eben erst gelesen. Sehr schön, vielen Dank für deine Meldung. Schau dir das Video sehr gerne auch im Nachgang noch an. Und hallo, liebe Jana, schön, dass du auch zuschaust. Du bist ja auch schon super auf deinem Weg und auf deinem Herzensweg unterwegs. Hast ja auch schon wahnsinnig viel losgelassen und lebst jetzt deinen Traum. Finde ich super. Die liebe Jana war auch in meiner Interviewserie mit dabei. Und das könnt ihr auch gerne auf meiner Webseite euch anschauen. Klickt einfach auf www.energiewohlbefinden.de. Dort findet ihr auch alle Infos zu meiner Interviewserie. In diesem Sinne wünsche ich jetzt dir einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen. Schau gut auf dich. Investiere in dich, damit du dich voll entfalten darfst und kannst. In diesem Sinne, bis bald und schöne Grüße an dich. Ciao.